Hi zusammen. Okay, ich habe nasse Haare, ich habe mich nicht vorbereitet und möchte einfach erstmal Hallo sagen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Moira, ich bin Tarotkartenlegerin und eigentlich ist es nicht meine Art und Weise, so ein Video zu machen. Aber ich bin ein Mensch, ich mag es gerne, wenn es mit der Wahrheit, die Wahrheit rauskommt und ich mag es ungern, wenn die Leute glauben zu wissen, was abgeht. Ich werde dieses Video ohne Schneiden, ohne Intro und ohne Ende einfach hochladen. Also falls du dich jetzt wunderst, wo ist das Intro oder so, das existiert heute nicht. Ich habe dieses Gefühl, ich muss dieses Video drehen, weil ich es ganz, ganz wichtig finde, dass man die Leute ein bisschen mal zum Nachdenken anregt. Ich habe vor kurzem einen Beitrag geschrieben über jemanden, der ein berühmter Schauspieler aus Amerika ist. Auf meinem Blogkanal am Freitag ist ein Beitrag online gekommen, ob die Beziehung eine PR ist. 3 Tage später wurde tatsächlich dazu riesengroß veröffentlicht auf allen Kanälen, auf allen Ländern, dass er geheiratet hat. Alle Menschen glauben, dass das wirklich wahr ist und sind natürlich voll fest überzeugt, dass das stimmt. Ich kann leider nur sagen, dass es gibt wenige Leute, die wirklich daran zweifeln und es gibt wenige Leute, die wirklich an dieser Geschichte wirklich glauben. Habt ihr noch nie in eurem Leben wirklich mal gelogen? Habt ihr noch nie in eurem Leben irgendwie mal gesagt, ja, es geht euch gut, aber in Wirklichkeit geht es euch scheiße? Habt ihr das noch nie mal gemacht? Nur mal so eine Frage am Rande, weil es gibt Menschen, die können, sei leise, es gibt Menschen, die können sehr gut lügen. Und er ist ein guter, guter, guter Schauspieler, wenn man das mal so von Aussicht behaupten kann, der sehr gut schauspielern kann und der Lügengeschichten sehr gut verbreiten kann. Also wenn jemand mal behauptet, dass er verheiratet ist, kann er das sehr gut darstellen. Nur mal so am Rand. Ich weiß, es gibt Menschen da draußen, die nicht daran glauben, dass die Hochzeit inszeniert ist. Doch für mich ist es vom Gefühl her tatsächlich so, dass es eine Inszenierung ist. Sie ist inszeniert, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn warum sonst hat sie jetzt mehr Aufrufe? Er ist nie der Mensch gewesen, habe ich auf meinem Blogkanal geschrieben, dass er alles öffentlich in die Öffentlichkeit hinaustragt. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja, ich habe am Freitag geschrieben, einen Blogbeitrag geschrieben, ob diese Beziehung eine PR-Aktion ist. 3 Tage später taucht die ganze Welt auf und sagt, oh, er hat jetzt heimlich geheiratet. Wobei heimlich gar nicht heimlich war, sondern das wurde ja schon Wochen und Monate schon längst auf Demois, auf so einer Gossip-Seite veröffentlicht. Also, secretly married ist schon völliger Bullshit. Es ist ja gar nicht geheim geheiratet, weil sie selber ja alles ins Internet präsentiert, was mit ihm zu tun hat. Und meine Frage an dich: Glaubst du wirklich das, was du siehst? Hinterfragst du nicht? Ich weiß, dass damals in Covid-Zeiten immer die Ärzte propagiert haben: Impft euch, ihr werdet nicht krank, ihr werdet verschont, ihr werdet auch kein Corona bekommen und so weiter und so fort. Und habt ihr euch geimpft? Und später ja, haben die Leute, die sich geimpft haben, auch Corona bekommen. Und da muss man sich mal die Frage stellen, ob das, was überhaupt los ist auf der Welt, ob das überhaupt stimmt. Auch wenn die Presse alles so behauptet, dass er verheiratet ist und dass, ja, und was weiß ich, dass er in einer Beziehung ist, hinterfragt ihr das Ganze nicht mal? Schaut euch mal die Fotos an, wie die beiden aus dem Laden rausgehen. Das sieht nicht nach Liebe aus. Und die Hochzeit sieht alles aus, als wäre es gestellt. Meines Empfindens nach ist es eine gestellte PR-Aktion, damit sie mit ihrer Hina-Kuna-Frakanz-Zeugs mehr Aufrufe generiert, um mehr Produkte zu verkaufen, weil das läuft ja nicht irgendwie. Deswegen muss sie das machen. Und auch wenn sie ein Tattoo hat namens Veritas, was Wahrheit bedeutet, vertuschen sie die Wahrheit. Denn im wahrsten Sinne des Wortes sind sie eigentlich nicht verheiratet. Und es ist auch schade, dass die Menschen das glauben, was sie gerade sehen an Bildern. Aber habt ihr euch mal genauer die Fotos angeschaut? Habt ihr mal genauer mal reingefühlt, wie die beiden Personen da stehen? Ja, sie gehen gemeinsam mit dem Hund spazieren, aber wenn es mal ehrlich ist, guckt euch doch mal an, wie die beiden aussehen. Also nicht von äußerlichen, sondern die Verbindung. Lächelt er sie an? Nein. Und wenn ihr mal genauer achtet auf die Mimik, Äußerlichkeiten, dann erkennt ihr, dass das eine sehr kalter Beweg ist. Ein sehr kaltes Unverfangen, was weiß ich, etwas kalt ist. Ja, auch wenn die Fotos von der Hochzeit, ja, so echt aussehen mag, wird das Ganze wirklich sehr inszeniert und es kann kein Zufall sein, und das sage ich euch vom ganzen Herzen. Das ist auch für mich vom intuitiven Gefühl her auch die Bestätigung dafür, dass die Hochzeit fake ist. Es ist eine Fake-Show und es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber diese Hochzeit ist eine Inszenierung. Denn wenn wir mal ehrlich sind, er ist ein Schauspieler. Er kann sehr gut schauspielen. Er kann genauso gut schauspielern. So gut schauspielern, dass er Fake-Beziehungen faken kann. Habt ihr noch nie in eurem Leben irgendwann was gefaked?
faked, angelogen, behauptet zu sein, was ihr nicht sein wolltet. Ich meine, jeder Mensch hat das mal gemacht. Ja, und mit Lügen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mit Lügen kommt man viel, viel weiter. Das mal so am Rande, ja, das mal am Rande. Und ich arbeite mit der geistigen Welt schon sehr, 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 sehr lange. Und ich kann euch sagen, dass ich immer connected bin mit der geistigen Welt und immer connected bin mit dem Schöpfer von allem, was ist. Von der Tetechnik, vom Vajrayana Shtipal. Und wenn ich euch die Information gebe, dann hat die Information hundertprozentige Bestätigung dafür, dass die Ehe fake ist. So, jetzt ist es raus. Ich muss das sagen, weil ich platze. Ich platze für so viel Naivität der Menschheit, dass die Menschen wirklich glauben, dass das, was gezeigt wird, wirklich 100% stimmt. Und das ist demnach nicht so. Das ist alles eine Inszenierung. Man kann auch, wenn sie gemeinsam spazieren gehen mit ihrem Hund namens Duke, was zufälligerweise auch eine Andeutung an mich gerichtet ist, liebe Jara. Ja, Stalking kannst du sehr gut, so wie ich. Nein. So, aber darum geht es gar nicht. Ja, das ist, dass man auch Hunde, man kann auch Hunde ausleihen für ein paar Tage. Ja, man kann Hunde auch für Wochen, Monate ausleihen, dann, wenn man sich um sie kümmert. Das heißt nicht, dass sie wirklich einen echten Hund hat. Nur mal so am Rande. Macht mit dieser Information, was ihr wollt. Ich habe meine Beweise und es ist lächerlich, wenn man andere Meinungen blockiert, nur weil andere meinen und sagen, ja, das ist fake und du blockierst es dann. Und teilst dann diese Nachrichten öffentlich auf Instagram. Ich sag mal so: Jeder hat eine andere Meinung und jeder hat ein anderes Empfinden. Schaut nicht nach dem Äußeren, geht in eure Intuition, fühlt euch mal hinein, was da ist. Das ist alles eine inszenierte Show. Das ist alles eine inszenierte Show. Wenn ich den Beitrag nicht gepostet hätte, ob die Liebe und die Beziehung fake ist, PR ist, würde das niemals rauskommen. Das ist eine Inszenierung, Leute. Lasst es euch jetzt heruntergehen. In Hollywood ticken die Uhren anders. In Hollywood heiratet man aus Fakeheit, aus PR-Gründen, damit man mehr Aufmerksamkeit bekommt, damit man mehr Geld bekommt. Ist ja logisch, weil wenn du keine Aufmerksamkeit bekommst, verlierst du Kunden, verlierst du Aufrufe, verlierst du Follower und dann bist du nachher niemand. Und du weißt ja, wie Instagram ist. Wenn du nichts postest und nichts machst, weißt du ganz genau, was passiert. Insofern, es ist wahr, insofern, insofern ist es so, dass man das nochmal hinterfragen soll. Und alles behaupten soll und jemand, der Veritas schreibt, dass er ein Tattoo hat, Veritas, ja, und dann behauptet die Wahrheit. Aber die Wahrheit ist, dass sie keine gute Energie hat. Und die Wahrheit ist auch, dass das alles nur eine Fake-Show ist. Es tut mir leid, wenn ich euch das sagen muss. Es tut mir leid, wenn ich euch schocke und euch mit den Informationen breittete, aber oder überhaupt sowas. Aber ich kann das nicht leiden, wenn die Wahrheit nicht rauskommt. Ja, ich platze, wenn ich nicht einfach nicht mal sagen kann, was ich sagen darf. Ich meine, jemand hat mir den verboten, deswegen möchte ich das euch auch mal mit auf den Weg gehen. Guckt nicht nach außen, auch wenn die Presse behauptet, bla bla bla, auch wenn es Fotos gibt. Schaut genauer hin, seid Detektive, fühlt in euch und fühlt in eure Intuition, denn das ist die einzige Wahrheit. Eure Intuition wird euch sagen, was ist. Die Presse kann so viel Müll erzählen, hinterfragt alles. Warum macht man das? In Hollywood ticken die Uhren anders als in Deutschland. Und frage dich, hast du schon mal jemals gelogen, um weiterzukommen? Denn es gibt Menschen, die haben das geschafft. Und dazu gehört auch er. Und das, was ich gepostet habe, kann ja kein Zufall sein. Ich habe auf dem Wespennest gestochen. Also, ich bin total müde, ich konnte die Nacht nicht schlafen, also nicht wundern, wenn ich so. Na, also ich habe das Haare auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Bye bye.